beide sind fertig, heißt, wir können direkt unseren Elias befördern. Und hiermit befördern wir ihn zum Landvogt. Ein neuer Titel, das verspricht neue Einnahmen. Nun sind wir stark genug. Ich sollte Janusberg aufsuchen, um die Stadt beim Kampf gegen den Baron von Randalfingen zu unterstützen. Ich muss nach Janusberg, im Nordosten reisen und unsere Hilfe anbieten. Wir müssen diesen Baron von Randalfingen aufhalten. Schon unterwegs. Ja, der Meinung bin ich auch. Aber ich denke mal, vorher werde ich noch ein wenig an meiner Infrastruktur arbeiten. Ich meine, es kann ja nicht schaden, wenn wir gut vorbereitet auf den Fürsten von Janusberg treffen oder die Grafen. Und ich werde mal gleich gucken, wie viel das Gebiet hier kostet. Und es dann, denke ich mal, einnehmen, falls es nicht allzu viel ist. Ja, 310. Für die 300 müssen wir noch ein bisschen warten, also 300 Gold. Aber ich denke mal, das werden wir auch bald schon wieder drin haben. Ja. Was haben die denn die ganze Zeit? Keine Rehe. Ja, okay, genau. Aus diesem Grund will ich auch hier ein zweites Jägerlager haben. Ja, da haben wir wieder ein bisschen Gold bekommen. Ja, ich denke mal, ich werde erstmal warten, bis wir genug Gold haben. Lag. Damit wir weitermachen können. Und der Seifenmacher, der Besenmacher, sie sind beide fröhlich am Werk. Und ich baue meine Getreidefarm ein wenig weiter aus. Und meine Steinmetzhütte, das kann ja nie schaden. Und natürlich auch mein Besenmacher. Den Seifenmacher baue ich erstmal nicht aus, da wir ihn noch brauchen werden. Beziehungsweise das Wild, das er sonst verbrauchen würde. Ja. Hier haben wir Elias. Und oh, ich wollte noch die Burgruine benutzen. Ja, so benutzen wir sie und bekommen 150 Gold. Das ist doch mal was. Und hier haben wir einen Bär. Oh nein. Ich mag Bären nicht. Sie sind böse und gemein und fies. Und ja. Auf jeden Fall sind sie nicht nett. Ich frage mich gerade, wo die günstigste Position für unser erstes Jägerlager wäre. Und ich denke mal, das wäre hier unten, da wir hier dann einen Weg schlagen würden. Einmal so lang. Und dann könnten die Arbeiter hier bequem lang gehen. Ja. Und da haben wir das Land erobert. Oder, ah, und jetzt haben wir zu wenig Holz. Blöder Besenmacher. Aber da ist unsere Holzlieferung auf dem Weg. Das ist natürlich sehr praktisch. Und, ja. Gut, unseren Außenposten platzieren wir einmal hier. Und Elias kann wieder zurückkehren in die Stadt. Und hier können wir noch eine Schwertschmiede und eine Schwertkämpferkaserne bauen. Ich werde gleich mal eine Schwertkämpferkaserne in Auftrag geben. Und dann warten, bis mein Außenposten fertig ist. Hier schon mal eine Straße hinbauen. So. 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 Und so. Ja, ich denke mal, ich werde dann auch hier irgendwo ein drittes Holzfällerlager aufbauen. Dann kriegen wir noch schneller Holz und zu wenig Holz ist nie gut. Und ich meine, Holz kann man glaube ich auch verkaufen. Und das bringt uns Gold ein. Ja. Wir haben ein Territorium eingenommen. Sehr schön. Jetzt bauen wir hier einen Weg hin. Bis wir zu unserem Wildlager kommen. So. Und dann bauen wir hier eine Jägerhütte hin.
Und natürlich bauen wir den Pfad gleich weiter zur Eisenmine. Und bauen dann hier eine Minenarbeiterhütte hin. Und unsere Siedler machen sich auf den Weg. Ich denke mal, die Steinmetzhütte kann ich hier nochmal ausbauen. Und dann werde ich hier noch ein Holzfällerlager hinbauen. Und dann denke ich mal, hey, wir können unseren Siedlern beim Aufbauen zusehen. Ist, was für ein Land ist hier? Niemandsland, okay. Dann schicken wir unseren lieben Elias dorthin. Und der wird für uns dieses Niemandsland erkunden und uns sagen, was sich dort befindet. Und was ist dort? Fisch! Gibt's Fisch? Und ich denke mal, ich werde dann dieses Territorium hier als nächstes einnehmen. Aber erst werde ich hier meine Infrastruktur ein wenig aufbauen, sodass wir mehr Rohstoffe bekommen. Und wir haben mittlerweile auch genug Putzmittel und wir müssen nur noch unser Lagerhaus und unsere Kirche ausbauen. Und dafür brauchen wir Stein, also ist uns Holz im Moment relativ egal. Und ich baue als nächstes unser Lagerhaus aus, das leider noch nicht geht, weil wir nicht genug Stein haben. Aber hier ist eine Lieferung von 6 Stein auf dem Weg und danach können wir dann unser Lagerhaus ausbauen. Ja, und jetzt wird es ausgebaut. Und unsere Beschäftigten haben leider kein Reh oder kein Wild. Und deshalb denke ich, lohnt sich der Bau dieser Jägerhütte hier besonders. Ja, unser Lagerhaus ist ausgebaut worden, wie man an dem hübschen Ton eben erkannt hat. Und wir können die Jägerhütte ausbauen, dicht gefolgt von der Holzfällerhütte hier und der Minenarbeiterhütte gleich danach. Und unser Minenarbeiter wird sich gleich wieder auf den Weg zurück machen, um Essen zu holen, sowie seine erwirtschafteten Güter an den Mann zu bringen, beziehungsweise ins Warenhaus. Ja, hier kommt direkt unsere nächste Steinlieferung. Und wie viel Wild habe ich jetzt? Wieder 3. Ich hoffe, das reicht für einen kurzen Augenblick. Und ich werde als nächstes eine Schwertkämpferkaserne bauen. Und die werde ich direkt hier hinbauen. Neben die Burg, das meiner Meinung nach so am praktischsten ist. Dann kann ich nämlich die Stadtmauer hier einmal rumbauen und habe hier trotzdem noch Einheiten, die ich notfalls rekrutieren kann. Lalala. Ich denke mal, für eine Stadtmauer werde ich auch hier noch einmal einen Weg bauen, so. Damit ich dann den Weg hier nicht noch extra einmal, nun ja, durch ein Tor sichern muss. Das hier kann ich dann ausbauen. Dann baue ich noch den Besenmacher einmal aus. Und ich glaube, hier war alles ausgebaut, oder? Ja, das wird gerade ausgebaut. Das hier ist ausgebaut. Und dann bekommen wir fleißig Eisen. Und dann können wir uns direkt, nachdem wir ein wenig Holz bekommen haben, um dieses Territorium hier kümmern. Und ich kann es in Beschlag nehmen. Wahahaha.
und ich glaube, wir müssen gleich wieder ein wenig wild eine neue Jagdhütte bauen. Obwohl, naja, wir werden es ja gleich sehen. Und wir haben genug Holz, damit wir hier einen neuen Außenposten errichten können. Und die Kirche können wir direkt ausbauen. Und ich weiß, dass ich eigentlich die Stadt Janusberg entdecken soll. Aber wie gesagt, damit lasse ich mir lieber gerade im Moment noch ein wenig Zeit. Dann habe ich diese Zeit für nachher. Ja. Und eventuell habe ich dann halt schon ein paar Schwertkämpfer, die ich zur Unterstützung der Stadt schicken kann. Elias schicke ich mal direkt in die Stadt, um ihn zu befördern. Gleich. Sobald die Kirche ausgebaut wurde. Ja, genau so. Können wir hier noch den Seifenmacher ausbauen und ihn zum Baron befördern. Und im Moment können wir leider keine Fische fangen, soweit ich das jetzt weiß. Aber das wird uns trotzdem nicht hindern, hier schon mal eine Fischerhütte zu bauen. Gleich. Nachdem ich erst noch eine Räucherei gebaut habe, die unseren erwirtschafteten Fisch direkt ausbaut sozusagen. Ja, sehr schön. Und dann... Nein, ich will keine Straße bauen, ich will einen Pfad bauen. Und dieser Pfad führt... Wo lang? Das ist hier eine gute Frage. Ich denke mal, ich werde den Pfad... Hier lang bauen.